Lord Gimli hatte uns zusammengerufen, um Moria, unsere verlorene Heimat, zurückzuerobern. Aber es verlief nicht alles nach Plan. Willkommen zu meinen ersten 10 Stunden in Return to Moria. Ah ja, wir haben da ein Tutorial. Stelle eine Lichtquelle her, sammle Holz. Ja, dann machen wir das doch mal. Holz. Okay, das reicht wohl schon. Dann stellen wir das mal her. Sehr gut. So, können wir noch was anderes bauen? So, by the way. Nein, können wir nicht. Gut, dann geht's hier weiter. Was haben wir da? Alles mitnehmen. Upsi. Yeah. There must be a way back to camp. Could try the doors of Thorin from the inside. Let's get going. Wir werden versuchen, dich nach Hause zu bringen. Stelle eine Spitzhacke her. Feuer entzünden. Nice. Hey, mach nochmal. Hey, schick. Stelle eine Spitzhacke her. Einfache Spitzhacke. Ah, ich habe Metalle aufgesammelt. Habe ich gar nicht gemerkt. Nein, eine reicht. Ah, na gut. Ein guter Zwerg kann immer zwei Spitzhacken gebrauchen. Was? Was ist das? Ausruf? Grab dich. Grab dich durch das Geröll. Guck mal, da liegt noch mehr Metall. Ja, das geht gut. Ups. Ah, das war das Tutorial. Firelight. We're not alone. Aha. Hm, das sieht nach Essen aus. Ach, er sagt es mir eh. Sehr gut. Warum kann ich das nicht nehmen? Doch, kann ich. Behelfsaxt hat er auch gesagt. Und Eichenschild hat er gesagt. Hat er nicht gesagt, aber machen wir einfach mal. Waffen und Werkzeuge. Ah ja, okay. Isspilze. Auch das gibt mir mehr Holz. Zwergenleichnam. Huch. Heldenband erhalten. Was denn ein Heldenband? Heldenband. Zeremonielles Armband eines Zwergs. Eine Gedenkflamme wäre seines Opfers würdig. Was soll ich denn damit machen? Ausrüsten? Jetzt halte ich die in der Hand. Okay, ausrüsten war nicht gemeint. Raven of Erebor. Ah, da. Hallo, Rabe. Are you from our camp? Thank the winds. I am Arik, son of Arak. Yours is the only friendly face here. What's happened to the rest of camp? I cannot tell. A curse, ill curse. It blocks me. Oh, could you search for another way out? For any other survivors? I will search. You go east, see what you can find. I will fly to you when I can. Ah, ein Rabe unterstützt mich, sehr schön. Irgendwer lebt hier noch, ganz eindeutig. Das kennen wir ja schon, hier wieder durchhacken. Immerhin gibt es Steine dafür, ne? Baue Schnellplattform, drücke V. Drücke V. Wie hoch kann ich springen? Wie hoch springt ein Zwerg? Schauen wir mal. Oh ja, okay. Okay, da komme ich nicht hoch. Also nochmal V. Na, das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Na, da müssen wir uns schon wieder durchgraben. Was passiert, wenn ich da jetzt einfach runterspringe? Nichts. Ich erwarte ja irgendwie die ganze Zeit, dass da eine Gefahr lauert hinter dem nächsten Steinhaufen, den wir hier zerschlagen. Die Türen von Durin. Doors of Durin. What's wrong with it? I've never seen runes with such shadow. No wonder we couldn't get it open from the other side. Man kann eins gebrauchen, oder? Guck mal, wie schön das geht. Oh, eine Kiste. Was haben wir denn da Feines? Was ist das? Stärke, Akba. Nutze dieses Akba, um kurzfristig die Angriffsstärke zu stärken. Ja, schön. Brot. Ich habe doch... Ach, da ist das Brot. Lembas.
Elbisches Weggut stellt Leben und Energie vollständig wieder her. Baukunst. Bonus aufs Bauen. Und Zeichen der Gefährten ansehen. Die Gefährten waren hier. Ich habe einen kleinen Satz Teller und Gabeln gefunden. Sicher hat einer der Hobbit-Begleiter von Herrn Gimli sie hier hinterlassen. Möglicherweise nach einer Rast, nachdem der Wächter sie in Moria eingesperrt hatte. Ich muss auf dem gleichen Pfad wandeln, den einst Gandalf und Gimli wiesen. Ein großartiges Omen. Sie haben es herausgeschafft, also können wir das auch. Oh, ich höre komische Geräusche. Ich will nicht sterben schon. Oh, da hinten, habt ihr das gesehen? Die ganze Horde ist da gerade weggelaufen. Uiuiui. Okay. Wir schleichen mal hier so hoch. Wir haben ja noch nicht mal eine Waffe. Oh, guck mal da hinten. Da kommen sie. Die gehen da irgendwo rein. Wir können noch keine Waffen bauen, oder? Meine Axt ist meine Waffe. Ist mal. Das Boot. Wir können uns hier sheltern. Ein Outpost. Meint sie das hier? Aha. Sieht so aus, ja? Ja, okay. Oh. Okay, das ging einfach. Rede mit dem Raben. Arik, what news? There's no way west. No way out. I did not think we would see shadow cursed runes in Moria. Our path then must go east. Long journey. You must prepare. Up here, at that old dwarven camp. You're right. It's time to find shelter before making our way further. I will scout ahead. Stay alive. Yeah. Good luck. Ich werde mich bemühen. Ich sollte mal gucken, ob ich in meiner neuen Wohnung ein Bett bauen kann. Was sind das für ein Tier? Warte, ist klar. Was ist das? Ist das ein... Ein Dachs? Das ist ein Dachs? Glaube ich. Oh! Oh, habt ihr den gesehen? Oh, das ist ja spooky. Kann ich ein Bett bauen? Ein Bett, bitte. Gib mir ein Bett. Bettzeug. Jawohl. Da, beanspruchen. So, jetzt können wir zumindest hier spawnen. Das ist ja schon mal was. Was haben wir denn hier noch? Mehr Steine. Eisenbarren. Schwarzer Diamant. Kohlenlager. Aha, da sind 6 Kohlen drin. Können wir diese Steine hier benutzen? Ja. Ich soll Pilzeintopf kochen. Koche Pilzeintopf. Ah, okay, mehr kann ich eh nicht kochen. Na gut, weiter auf. Nee, halt, was ist das hier? Oris Tagebuch. Ich fand ein Pergament in elbischer Schrift. Balin entsandte 5 von uns, Außenposten in den fernsten Winkeln Morias zu errichten. Hier beginnen wir unsere Suche. Ori. Und hier, guck mal hier. A dwarven chest. Rezept für Schmiede gefunden. Schmelzofen? Schmiede. Die können wir restaurieren. Den Schmelzofen brauchen wir dann wahrscheinlich, um die Schmiede zu machen. Ei, Eisenbarren, ja. Und ist Pilzeintopf. Ich kann ja Wände bauen, habe ich gesehen. Steinwand, da gehört die hin. Und da, denke ich. Ja, das war jetzt richtig. Und eine einfache Tür. Da ist aber eine Lücke jetzt. Ich habe keine Steine mehr. Schmale Steinwand. Ah ja. Ja, super. Baue eine Lagertruhe. Lager und Ausstellung. Holztruhe. Holzlager. Steinlager. Kohlelager. Ein Kohlelager habe ich doch eben schon gesehen. Lagertruhe. Auf Boden bauen. Haben wir das erste Eisenerz. Oh, guck mal, die kann echt gut klettern. Ja, dann versuchen wir das mal abzubauen. Anfangen zu singen. Make me the
soil. Ancient chiefs cut from quartz, shadows cast from iron ore with a glim. Another time. Das war's hier, oder? Ist da noch was dahinter? Gibt's da noch mehr? Oh, nee. Okay. Ich glaube, das war's. Kohle? Guck mal, er holt sich das aus dem Lager. Und jetzt machen wir Eisenbarren. Wie viel können wir? 4 Eisenbarren können wir machen. Kann ich das reparieren? Achso, das braucht ja Eisenbarren. Das braucht schwarzer Diamant. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich glaube, wir brauchen einfach auch mehr Materialien. Oh, guck mal, da ist einer. Wollen wir mal gucken, ob wir gegen den kämpfen können? They're not gonna last this night. Okay, der hat sich weggegraben. Was ist das? Ansehen. Musnakan to a family of old. I'll return the missing figures. Bist du Essen? Ganz ordentlichen Wumms. Da ist auch so eine kleine Mine. Noch ein Pilz. Oh, sorry, dass ich dich erschreckt habe. Was haben wir hier? Nimm mal die Spitzhacke. Kohle. Jawohl. 5 Barren haben wir. Reparaturstation sollen wir bauen. Restauriere die Schmiede. Ui. Eisenhammer, Eisenschwert, Schild der Eisenberge und der Schlüssel für die Truhe. Kohle, Eisenbarren. Was ist das? Münzen. So ein Brot und Kohle. Ja, fein. Die Kohle lagern wir gleich mal hier ein. Ach ja, wir haben ja eben Eisenbarren gefunden. Dann machen wir das mal. So, jetzt haben wir wieder keine Eisenbarren mehr. Guck mal, da wächst was. Was ist das? Sonnenzwiebeln, die kann man bestimmt essen. Sonne, ja. Da will ich hin, ich will hier raus. Und was ist das? Moosbeeren. Damit kann ich gefüllte Rezept für Herd gefunden. Okay. Gibt es noch mehr so Moosbeeren? Dann kann ich mir gefüllte Pilze machen. Also Pilze gibt es auf jeden Fall mehr als genug. Was haben wir da? Ist das für diesen Altar, für diesen Familienaltar? Ein neues Schwert testen hier. Ach hey. Okay, okay, okay. Nee. So, alle nacheinander, wenn es geht. Okay, das Spiel hat das mit dem Ich will mein Schwert testen sehr ernst genommen. Oh, wir werden belagert. Eyes up! Monsters in the air! Was? Fledermäuse? Fledermausdung. Okay. Destroy their camp. Nein. Die sind da drin. Oh, oh. Huh?
Was das? Nee, das ist hier einer drin. Nee, wo ist denn der? Oh, ich bin gleich tot. Außer der... Oh Gott. Ja. Nein. Eieieiei. Die wollen meine... Meine Sachen liegen draußen. Super. Na, haben wir ja noch gerettet. Na, hier geht's ja ab. Wo mit dem Bauhammer können wir das hier jetzt reparieren? Rüstung. 1 von 2. Ah, okay. Cool. Ja, dann suchen. Lass uns mal solche Statuen suchen. Und wir brauchen mehr Eisen. Und ich dachte, ich hätte da hinten Eisen gesehen, wo es so gut leuchtet. Aber ich bin nicht sicher. Guck mal hier. Ganz viel Moosbeeren. Hier ist noch so eine Statue. Jawohl. Ha. Handschuhe der Eisenberge. Okay. Was haben wir hier? Ist das Eisen? Ja, ist auch Eisen. Das ist gut. So, wir haben hier alle 4 Statuen. Statuen platzieren. Öffnen. Hey, das ist ein Schatz. Was ist das? Baupläne. Gold, Saphir und 5 Eisenbarren. Ja, nice. Pirscherhut haben wir gelernt. Erbschild. Das könnten wir herstellen. Grad 1, Grad 2. Ja, Dann die Eisenhandschuhe. Da braucht man diese Hautfetzen. Das können wir herstellen. Und das können wir auch herstellen. Ich habe Bier gefunden. Poor little Baggins sat for tea, stuffy as a hobbit could be, when the bell it rang, and what did he see? 200 guests awaiting for he, they hung right up the hoods they wore, but told him not that they're... I've forgotten the words. Okay, das kann ich trinken, das Bier. Und da ist noch mehr Bier drin. 24. Sehnsucht nach Heldentaten, Entschlossenheit... Irgendwie gibt mir das ganz kurzfristig. Was auch immer das bedeutet. Ja, dann können wir uns das letzte, nicht das letzte, das nächste Rüstungsteil können wir herstellen hier. Rüstung der Eisenberge. Wir haben richtig viel, wo ist es da unten? Wir haben richtig viel Eisen gefunden. Ach ja, und da war doch irgendwo noch so ein Hut auch. Ich soll ein Bruchstück von Durins Akt suchen. Nee, aber diesen Hut haben wir gelernt, aber den kann ich noch nirgendwo herstellen. Und dann buddeln wir uns hier durch zum Suchgebiet. Das müsste dann ja eigentlich, glaube ich, da direkt dahinter sein. Was haben wir denn da? Finde das Bruchstück der Axt. Okay. Das sieht nicht gesund aus, oder? Mahals Gabe, was ist das? Verzweiflung, Schattenfluch. Ja, ich glaube, ich habe mich irgendwie vergiftet. Oh, guck mal, da ist eine Truhe. Da ist eine große Truhe. Nutze das ab zu Angriffsstärke erhöhen. Brot und so ein Buch. Nice. Oh, hallo. Ha!
Abkürzung zu den Minen. Ich glaube, wir haben das Gebiet hier so weitestgehend schon erforscht. Guck mal, hier ist noch einer. Ich brauche mehr Stein. Aber was habe ich gelernt? Habe ich das hier gerade gelernt? Hölzernes Wurflicht? Das kommt mir neu vor. Also hier habe ich jetzt nichts Neues gelernt. Ah, muss man später mal gucken. Bruchstück von Durins Axt. Das ist das, was wir hier suchen sollten. Wenn du nur so wenig Plätze hast, ist das ja echt... Das erste Bruchstück der Axt haben wir gefunden. Ich glaube, dann haben wir hier getan, was wir machen sollten in Westtor. Oder wie das hier... Westtor heißt das, ne? Die Westhallen haben wir erledigt. Dann buddeln wir uns einfach mal hier durch. Und gucken, wo es da hingeht. Was ist das? Runen des Zauberers. Gandalf gibt uns Hinweise. Wir können hier Runen lernen. Nachricht des Königs. Auf Befehl von König Durin dem Dritten ist dieser Bereich des Zirak-Zigil allen versagt. Wer sich ihm widersetzt, soll im Exil über seine Taten nachdenken. Naja, ich glaube, hier gibt es keinen König mehr. Falls wir da nicht wieder rauskommen, machen wir uns da nochmal eine Plattform hin. Ui, guck mal. Wow. A hidden elven cavern. Inside Casa Doom. Well, bust my granite. Ui. Schön. Oh, vielleicht können wir hier wohnen. Kohlkopf, okay. Oh, ich glaube, hier wohnt schon jemand. Und zwar nicht nur einer. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen aufräumen können. Wie viele sind denn da? Zwei. Drei. Kill the dwarves. Mache ich überhaupt Schaden? Versuchen wir das hiermit. That's one more for me. Okay. Ach siehst du, ich hatte mir extra einen Abak mitgenommen. Habe ich vergessen zu nehmen. Machen wir das jetzt. Wir sind ja noch nicht fertig. Das können wir nicht reparieren. Wir haben keinen Stahlhammer. Das kann ich natürlich auch nicht mitnehmen. Braucht ihr auch einen Stahlhammer? Ja. Wir machen das hier mal kaputt. Damit die hier hoffentlich nicht wieder spawnen, ne? Ja, hier gibt es natürlich viel Loot. Aber erstmal wäre es wichtiger, dass wir hier die Orks beseitigen. Hallo, Jungs. Moria will be ours. One more down. Okay. Was ist hier? Die große Schmiede von Narvi. Within Casa Doom? Oh, must be rubble in my eyes. Ersatzkurbel. Okay. Da liegt was. Habe ich noch Platz im Inventar?
Ersatzkurbel. Da oben ist auch irgendwas. Schmelzofen beschädigt. Mach mal Licht. Da liegt was. Ersatzrad. Ersatzzahnrad. Kommt das hierher? Nee. Man muss sich irgendwie da hoch vielleicht. Das könnte jetzt ein Problem werden. Könnten wir das ablegen? Okay, es geht. Denke, vielleicht muss man da oben irgendwie hin. Warte mal. Da sind Lichter. Ja. Machen wir mal ein bisschen Licht. Okay, hier geht's hoch. Also ich sehe selber so gut wie nichts. Ja. Nein. Aha, das ist kaputt hier. Ah, guck mal, das sieht doch gut aus. Guck noch mal hier, vielleicht lagen hier noch Teile. Mach mal Licht. So. Ersatzrohr fehlt uns. Ah, so geht's. Wunderbar. So, haben wir sie jetzt repariert. Hört sich gut an, oder? Das hört sich doch ganz gut an. Irgendwas passiert hier. Okay. Ei. Ui. Oh. Ist das auch repariert? Offensichtlich. Orks are coming. Get ready. Ach so, lieber Himmel, das ist nicht gut. Ich habe nichts zu essen und habe nicht geschlafen und das volle Programm. We got orks. Okay, das war schon mal gut. Ich brauche irgendwas, wo mir keiner in den Rücken fällt. Ja, wenn es geht. Ja. Das. Ja, das. Okay. Wow. Guck mal, wie viele das waren. Dann bin ich wieder in meiner Base. Jawohl. Ist die Frage, ziehen wir jetzt zur neuen Schmiede um? Erstmal machen wir was zu essen und so. Und dann überlegen wir, wie es weitergeht. Mach dir mal einen Braten. Ja, morgens, naja gut, kein Frühstück, aber... Ja, ich glaube, ich ziehe um. Ja, haben wir noch einen. Haben wir jetzt alle hier erledigt. Wir brauchen hier eigentlich eine... Da ist immer noch einer. Ich glaube schon, dass wir uns erstmal hier auf jeden Fall niederlassen. Weil wir werden die Schmiede brauchen. Hier kann ich Dinge herstellen. Ein Speer, ein Schildwall, eine Stahlspitzhacke. Aber da brauchen wir natürlich erstmal Stahlbarren und irgendwie müssen wir das Gebiet hier vielleicht für uns claimen. Eine steinerne Feuerstelle. Die machen wir mal hierher. Ich glaube, damit haben wir das so mal für einen bestimmten Bereich geclaimed.
und können uns hier ins Aufräumen machen. Wir sind natürlich noch nicht wirklich geschützt. Es sind ein Haufen Zugänge hier. Okay. Ich glaube, das waren jetzt hier die letzten fixen Bewohner, aber rettet uns natürlich nicht vor irgendwelchen Überfällen. Ich wollte mal den hier öffnen. Wieder lauter feine Sachen. Stahlbarren, unsere ersten Stahlbarren. Warte mal, können wir schon mal was nehmen? Ja, alles außer die Stahlbarren und das Buch konnten wir mitnehmen, den Rest holen wir gleich. Ich habe versucht, hier ein bisschen zuzumachen, aber ich hatte keinen Stein mehr. Da kommen sie auch immer noch rein. Ja, gut. Schon in Ordnung. Mach mir mal einen Braten, bitte. Ah ja, und ein Bett kann ich mir bauen. So. Schön warm, kuschelig neben dem Feuer. Ja, das Elbenviertel, da müssen wir natürlich noch ein bisschen, aber das scheint nicht sehr groß zu sein. Was die Geschichte angeht, schmiede eine Stahlspitzhacke, betritt die Minen. Ja, hier kann ich schon bauen. Oh, oh, oh. Hallo, mein Freund. I need a better. Geht nicht gut für uns aus. Der macht uns hier alles kaputt, fürchte ich. Eieiei. Ah. Ach Mist. Nein, 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 nein. So. Dann können wir ein bisschen Stahl, glaube ich, noch mal herstellen. Okay. Wenig. Und können wir was Neues bauen? Na? Da. Ja, den Speer können wir nicht. Und das können wir auch nicht, weil wir keine Bronze haben. Und die anderen Sachen haben wir gebaut. Dann können wir noch den Grill bauen. Den haben wir gelernt. Und die Werkbank. Da bin ich gespannt, was die Werkbank macht. Stell die da mal dahin. Ah, endlich ein größerer Rucksack. Yay, ein größerer Rucksack. Den brauche ich sofort. Und hier ist auch dieser Pirscherhut herstellen. Was fehlt da? Da brauchen wir mehr Eier. Okay, da müssen wir mehr von diesen Hirschen erlegen. Dann setz mal deinen neuen Hut auf. Irgendwie fehlt uns noch eine Hose. Oh. Zu weit. Jetzt. Ein paar Äpfel mitnehmen fürs Frühstück. Diese Pflanzen, keine Ahnung, ob wir die für irgendwas brauchen können. Ich glaube, dann haben wir aber wahrscheinlich schon genug von diesem Leder, das wir brauchen. Da haben wir Kohle, die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Noch Apfel.
Apfel und Kohl. Ja, und dann hier die Kohle. So, dann lass uns mal in die Minen gehen. Das Elbenviertel haben wir eigentlich durch, würde ich sagen. Okay. Geht's da irgendwie tiefer runter? Ich höre immer dieses Schreien. Was ist das? The Mines of Moria. I hope you lead to Dwaradelf and some treasures along the way. I need a better weapon for this. Attack. That's one more for me. Na? Okay, ist jetzt Ruhe, hoffentlich. Erstmal. Dann wollte ich mal gucken, was das ist. Da ist auch noch was. Da sind... Oh, yeah, something. Ja. Wer war das jetzt? It got away. Whatever it was. Genau. Ich bin weg. So, kann ich das hier... Was ist das? Kupfer. Oh, ich glaube, wir brauchen Kupfer oder Bronze. Blasebalg haben wir gelernt. Okay. Wir gucken mal vorsichtig hier um die Ecke. Hm. Ich höre zwar was, aber wo sind die? Na, 20 Steine. It got away. Whatever it was. Ui, das ist groß hier. Das ist richtig groß. Komme ich da nicht hoch? Da komme ich hoch. Da komme ich hoch. Da komme ich hoch. Gut. Ja, muss ein paar Steine besorgen zum Reparieren. Uff, Glück gehabt. Okay, da können wir springen, denke ich, ja. Oh, hier gibt's Bier. Na dann, Prost. Ist hier irgendwas noch? Na komm, hüpf darüber. Was haben wir hier? Tagebuchseiten des Waldläufers. Okay. Zwergenleichnam ehren. Ein Heldenbrand, ah ja. Ein Bienenstock. Oh! Bergarbeiterhelm, Obstsalat. Sehr gut. Naturfaser haben wir gelernt. Jetzt kommen offensichtlich eine ganze Reihe neuer Sachen dazu. Was ist das? Dampfriss versiegeln. Okay. Hat ja nicht so gut funktioniert. Ich habe auch keine Steine mehr. Oh, hallo? Au! Ach du lieber Himmel. Eieieiei. Ach du lieber Himmel. Oh, die sind aber zäh, ey. Hey!
mich ganz schön viel Leben gekostet. Können höchstens vielleicht ein paar Pilze essen oder so. Da ist noch eine. Und noch eine. I need a better weapon for this. Noch eine. Okay. Honig. Ich will erstmal den Bereich erkunden, der jetzt so zugänglich ist, glaube ich. Das scheint schon mehr als genug zu sein. Gucken wir mal. Zinn habe ich rausbekommen. Okay, was bist denn du? Kupfer. Ich glaube, das brauchen wir. Scheißspinnen. Mit dem ersten Bronzebarren können wir uns einen Speer herstellen. Vielleicht ist der besser. Weil, ja, das ist das Einzige, was wir gerade können. Wir brauchen dringend Zinn. Kein Zinn vorhanden. Aber wir haben jetzt diesen Speer. Iregion-Speer. Mal gucken, ob unsere neue Waffe besser ist. Und... als ich beim letzten Mal hier zurückkam, war keine Angreifer hier diesmal. Doch, da kommen wir. Halt, falsche Richtung. So, wir brauchen unbedingt Zinn. Ich habe das hier schon repariert. Und die da oben auch. Da kriegen wir einen Teil für einen Stahlhammer und da einen Teil für ein paar Handschuhe. Und ich habe entdeckt, dass ich immer den falschen Weg gegangen bin, theoretisch. Weil an dieser Seite hier kann man nach unten kommen. Ganz einfach und nicht so kompliziert, wie ich es mir gemacht habe. Hier könnten wir so einen Kartenstein reparieren, aber ich habe immer noch keinen einzigen schwarzen Diamanten. Endlich habe ich Zinnerz gefunden. Ich hoffe, da kommt einiges raus. Ich glaube, mit dreien werden wir fertig. Ich hoffe, ihr habt mal so einen schwarzen Stein für mich. Ja, endlich. Dann können wir den ersten Reisestein reparieren. Immerhin. Oh. The Horde. Get ready! We got orcs! Hinter mir. That's one more for me! Ach hey. Ach du lieber Mann. Das sieht nicht so gut aus. Ach du lieber Mann.
Ja. Okay. Wir haben uns eh tapfer geschlagen. Jetzt können wir, nachdem ich meine Sachen wieder habe, ach ja, ich muss die übrigens noch reparieren. Diesen Schlüssel können wir mal herstellen. Machen wir mal ein paar Bronzebarren. Machen wir mal. Genau. So. Und da können wir schlafen und da steht schon unser Frühstück. Jetzt gucken wir mal, haben wir hier neue Sachen. Den Bergarbeiterhelm habe ich gemacht, der hat ein bisschen Licht, fand ich jetzt aber nicht so gut. Der gibt weniger Schutz, also weniger Rüstung. Elbenpfeile könnten wir herstellen. Die sind Stufe 3, die werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Und dann machen wir diesen Schlüssel, damit kann man diese eine Truhe öffnen. Einen Braukessel können wir herstellen und einen Ofen. Dafür braucht man Kupfer. Für den Ofen brauchen wir Kupfer. Kupfer. Den können wir schon bauen. Und hierfür brauchen wir auch Kupfer. Okay, das können wir bauen. Den Ofen. Stellen wir mal hier hin. Vielleicht wird es dann hier ein bisschen heller. Aha, da können wir jetzt neue Nahrung machen. Das ist gut. Da war doch noch was. Und zwar dieser Schildwall. Ich wusste doch, irgendwas kann man hier mit Bronze herstellen. Den habe ich jetzt am Rücken. Der schützt mich vom Rücken. Wie es ausschaut. Cool. Na, dann schauen wir mal, ob wir das reparieren können und damit lernen. Das wäre natürlich schon schön, ne? Bauplan gefunden, Kartenstein. Ja, gut, okay. Damit haben wir unsere erste Möglichkeit zu reisen. Was ist das hier eigentlich? Runentisch. Braucht 10 Elbenholz. Hier war diese Truhe. Den Schlüssel haben wir dabei. Old King Dane's letter. Why was he waiting for Durin's return? Who even knows when that'll be? Durin's Axt. Wenn wir mal auf der Karte gucken, da sieht's doch irgendwie so aus, als wenn es weiterginge. Oder da. Es ist ein bisschen verwirrend hier unten, finde ich. Oh, das sieht nach Zinn aus. Ja. Das muss ich mitnehmen. Wir gucken noch mal hier um die Ecke. Was war das? Ah, da ist dieser andere Altar, aber... Und da ist noch eine Statue. Ich versuche das mal hier zu reparieren. Stahlgroßschwert haben wir gelernt. Endlich. Bienenstock. Statuen platzieren. Was ist das? Baupläne. Ja, davon können wir gar nichts gerade. Mit dem stacken die? Ja, die stacken. Das ist gut. Komm, das eine Kupfer kannst du wegwerfen. Baupläne. Wo ist denn der jetzt hin? Ach so. Oh, ich habe Sachen gelernt. Widderkopfschild. Prunkhelm. Oh, noch mehr. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Das ist nämlich ein neuer Bereich da. Da waren nicht alle. Wo ist er? Der hängt da fest. Glaube ich. Hm, wo ist er jetzt? Okay, das ist ein neuer Bereich. Hier war ich noch nicht. Und ich habe immer noch ganz viele Sachen hier in diesem Bereich überhaupt nicht gefunden. Ich hoffe, das war jetzt hier das große Nest. Ja, wahrscheinlich, hoffentlich. So, mach das hier mal kaputt. Okay, das waren nicht alle. I need a better weapon for this.
was haben wir hier? Ich wollte die Sachen kaputt machen. Weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass die dadurch spawnen. Was gibt es hier für uns? Außer dem kostbaren Hafer, den wir immer noch nicht anbauen können, leider. Die haben das hier so verteidigt. 3 schwarze Diamanten. Yay, endlich. Was haben wir hier? Tagebuch des Waldläufers. Restaurieren. Ja, bitte. Hopfenkelch? Alchemistischer Destillierapparat. Was ich ja eigentlich noch suche, wäre mehr Statuen. Weil aus diesem Gebiet habe ich immer nur halbe Statuen sozusagen. Ich werde mal meine Sachen zurückbringen und dann gucken wir mal in die Niedertiefen. Beziehungsweise wir bauen das erste... Ist da was drin für mich? Ein Honig. Wir werden das erste Reiseportal jetzt endlich bauen bei uns in der Base. Ah, hier geht's in die Niedertiefen. Da sehe ich euch dann nachher wieder. Endlich können wir einen Kartenstein bauen. Yay! Und wir haben einen Außenposten, wo wir bereits hinreisen können. Lange hat es gedauert. Aber wir können noch was anderes bauen, habe ich gesehen. Die Stahlgroßaxt. Offensichtlich habe ich das irgendwie gelernt. Dann reisen wir das erste Mal. Oh Gott. Nicht mehr da rumrennen. Das ist natürlich schon fein. Und da sind wir schon angekommen. Gut. Wir sind jetzt ziemlich weit weg von allem. Ist hier irgendwer, den ich bekämpfen könnte? Da hinten ist einer. That's all you got? Ja. Das ging schnell. Das ist gut. Sehr schön. Ja, und jetzt mache ich mich auf zu den... in die Tiefen. Also ich denke mir ja, dass die anderen Statuen dann da sind. Ich hoffe, ich habe da nicht irgendwie was übersehen hier. Wie will sie? Ich fühle mich richtig mächtig mit meiner neuen großen Axt. Jetzt bin ich sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ich verstehe jetzt gerade nicht so ganz. Hier sieht es eigentlich aus wie vorher auch schon. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Also hier sieht es jetzt aus, wir sind immer noch nicht in den Niedertiefen. Wir sind immer noch in den Minen. Oh, hier haben wir was. Doch ein neues Gebiet. Oh, meine Freunde. Ich hasse sie. Mhm. Oh, nee, 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 nee. Oh, gerade noch so gut überlebt, denke ich. Okay. Offensichtlich haben wir jetzt 2 neue Ausrüstungsgegenstände. Also ist... What? Of course there are trolls. I hate trolls. Okay, mein erster Troll. Stadtwachenhelm. So. Na toll. Mhm. Oh, ei, 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 ei. Ach du Übel. Ich bin dann mal weg. Ich glaube nicht. Ah!
So, da hinten ist der Ork und wir holen uns mal unsere Klamotten. Das haben wir repariert. Aber was machen wir bezüglich des... Nicht Ork. Was machen wir bezüglich ihm hier? Ich habe mir die neue Rüstung, die beiden neuen Rüstungsteile mal schon gleich gemacht. Ich nehme mal die Raserei. Wir versuchen es nochmal. Troll! Did he see us? I need a better weapon for this! Ich wollte eigentlich die Axt nehmen. Mhm. Ah, wo ist mein Brot? Wo ist mein Brot? Okay, er hat wieder abgelassen von mir. Irgendwas ist hier durcheinander geraten. Okay, da bleibt er da stehen. Das wäre natürlich gut. Nein! Kann ich das abwehren? Ja. Nee. Alter Schwede. Hier bin ich zwar sicher. Aber ich habe kein Brot mehr. Toll. Wie kann ich den bekämpfen? Und wie viel Leben hat der noch? Das wäre schon interessant zu wissen, irgendwie, ne? Gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit? Ihn da wegzulocken, damit ich an meine Sachen komme als erstes Mal. Okay. Schritt 1. Oh, was ist denn das? Oh, okay. Kann ich dich kaputt hauen? Ja! Ach, guck mal, Sonnenlicht mag er nicht, oder was? Da war noch eine Statue. Und dann gucken wir mal, was er da noch so Feines hat. Großen Schatz nehmen. Erebor Handschuhe. Da kriechen schon wieder Riesenspinnen rum. So, dann haben wir 3 von diesen Rüstungsteilen von Erebor haben wir gelernt. Und eine Hose haben wir immer noch nicht. Und ich weiß nicht warum. Diese 10 Stunden sind schon ein bisschen länger als 10 Stunden geworden. Aber das ist hier ein guter Abschluss mit dem Troll. Moria hat mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall spannend. Ein bisschen nervig, wenn man so viel laufen muss zwischendurch immer. Aber wenn die Belohnung passt, dann ist das schon in Ordnung. Oh. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.